Reingeflattert und damit herzlich willkommen zurück hier zu Stardew Valley. Ja, wir haben hier gestern mal etwas Ungewöhnliches gemacht, nämlich mal nicht hier am nächsten Morgen die Folge beendet, sondern hier mitten noch im fünften Wintertag hier. Und ich wollte gerade jetzt hier noch mal ein bisschen in die Mine gehen und mal gucken, was wir da noch so Schönes entdecken. Wir haben ja hier immer noch eine Quest offen, 3 Tage lang. 3 Tage haben wir noch Zeit, insgesamt 50 Maden zu töten. 20 haben wir schon und ich habe so das Gefühl, dass die erst auf Level 25 oder so irgendwie auftauchen. Deswegen gehe ich heute jetzt nochmal hier ein bisschen tiefer erstmal hier rein. Ich glaube, ab Level 10 und so oder Stufe 10, da gibt es scheinbar noch nichts hier. Da geht's runter. Und da sehe ich auch schon wieder eine Made liegen. Das ist doch gut. Wenn ich das jetzt sich hier wieder verpuppen, das machen die nämlich gerne. Dann werden die zu diesen komischen, extremst nervigen Fliegeviechern. Wenn die fliegen lernen. Oh. Wenn das Schwert hier geschwingt. Geschwungen hier. Oh, da haben wir gerade einiges bekommen. Hier, was waren das alles? Alter, so eine Notiz hier auch, ne? Bin ja mal gespannt. Was steht hier diesmal drin? Wenn du dies lesen kannst, geh zum Wald. Bitte bring Ahornsirup. Wenn du dies lesen kannst, komm zum Gemwald. Zum geheimen Wald. Ah, dann braucht vielleicht diese Statue, die doch da steht, ne? Da steht ja eine Statue in diesem geheimen Wald, wo wir diese 8 Hartholz jeden Tag besorgen können. Ich gehe gerade mal davon aus, dass wir dort Ahornsirup abgeben sollen. Dann haben wir da, glaube ich, schon mal das gefunden, was wir da abgeben können, ne? Weil bei der Statue stand irgendwie immer sowas wie hier das Süßeste der Welt. Irgendein Conilus, glaube ich, hieß er. Ey, du komisches Insekt. Und Conilus wollte irgendwie das Süßeste der Welt haben. Er ist immer noch auf der Suche danach. Vielleicht müssen wir dem Ahornsirup vorbeibringen und den mal vielleicht einfach in die Hand drücken. Bin ich mal gespannt. Und schon wieder ein Zettel. Meine Güte. Ich habe etwas hinter dem Gemeinschaftszentrum versteckt. Wie auch immer du bist, ich werde da mal vorbeischauen. Was machen, Schlachten geht weiter, ne? Bring Ahornsirup in den geheimen Wald. Ja, cool. Oh, 26 haben wir jetzt schon. Ich glaube, das haut noch hin hier. Oh nein, kaputt machen. Sonst verpuppen die sich und werden zu diesen nervtötenden Fliegeviechern. Da oben ist noch eine. Nicht nur eine. Sehr cool. Gerade noch mal richtig viele erwischt. Ach, guck mal, wieder so eine Krabbe. Hey, los, stirb. Oh, ein Erdkristall liegt da noch rum. Den würde ich gerne mitnehmen. Und ich würde hier gerne noch mal ein bisschen gucken, ob wir hier noch was hier finden oder so. In der dunklen Ecke hier. Nö, hier ist gar nichts. Na gut. Dann gehen wir schon mal hier die Treppe runter. Oder die Leiter beziehungsweise natürlich, ne? Noch ein Erdkristall. Oh, cool. Gib du Schleim. Eine Geode haben wir bekommen. Das ist schön. Schon wieder eine Notiz. Was ist denn hier los? Wir finden ja eine nach der nächsten hier. Hier liegen ja ganze Bücher. Was ist das? Moment. Das ist die Wüste. Das ist die Wüste. Das ist eine Karte von der Wüste. Irgendwas soll dort liegen. Irgendwas ist dort versteckt. Aber die Wüste können wir leider noch nicht, ne? Wir haben noch leider nicht den Bus hier repariert. Oh, hier sind aber viele Monster. Da ist auch nichts weiter.
Ah, ist nochmal Kupfer. Nehmen wir mit. Können wir gut gebrauchen. Dann ab nochmal nach unten hier. Oh, hier sind aber viele große Steine hier. Und wir haben wieder ein paar neue Ideen. Das freut mich ungemein. Ey, schon wieder. Was ist denn hier los? Wasserfall. Rechts neben einem Wasserfall. Moment. Da soll was sein. Okay. Aber wie kommen wir denn da ran? Also können wir danach graben oder? Wie soll ich mir das vorstellen? So, wie viel haben wir schon? 33. Das läuft gut. Das läuft gut mit der Höhlentour hier. Ab 25 finden wir Maden. Was ist denn hier los? Grünzeug ohne Ende. Na gut. Wo kommt das Insekt her? Da. Und noch mehr Käferfleisch. Bis zum Abwinken hier. So, Stufe 30. Ah, Mine verlassen mal. Glaub, wir laufen jetzt auch mal wieder zurück hier. Hallöchen. Viehhosen ad eubiotul. Lusu aput? Ja, weiß ich nicht. Ja? Keine Ahnung, was er sagt. Das wissen wir leider nicht. So, ich glaube, ich laufe jetzt heute mal wieder zu den Krabbenreusen. Und da haben wir doch mal wieder ein bisschen Platz hier im Inventar. Ja, das kriegen wir mit. Ohne Probleme. Doch mal den Korb da liegen. Leider haben wir auch ein bisschen Schrott und so. Wir können auch nicht immer coole Sachen finden, ne? Aber ich finde eigentlich die Position da gar nicht mal so schlecht, dass das da so steht. Ach guck mal, jetzt sind die hier auch noch Weg nach Hause. Hallo Demetrius! In Gedanken verloren zu sein. Meine Eltern waren schockiert, als ich ihnen gestand, dass ich Schreinerin werden will. Okay, warum das denn? Was sind für komische Eltern? Und noch ein Krokus gefunden. Hihi. Ab damit nach Hause. 99 Gold wert, 0 Energie. Ja gut, habe ich mir wohl gedacht, dass das nicht so viel bringt. Schön übrigens, dass wir uns nicht den Hintern abfrieren, ne? Also, dass wir hier keine Winterjacke brauchen. So, was haben wir denn jetzt hier alles? Saat, Steine. Fischis. Und der Rest ist, glaube ich, für hier. So, wir haben hier wieder Müll gefunden. Haben wir hier auch noch Müll drin? Nee. Und dann müssen wir 5 davon mitnehmen. Dioden lasse ich mal hier. Warte mal. So, das alles. Er hat Kristalle und so kommen hier oben rein. Kirsche kommt unten rein. Bombenkirsche. Und dann würde ich hier nochmal ein bisschen Zeug einschmelzen hier. Die Dioden müssen hier rüber. Und das eine Grünzeug, das schmeißen wir nochmal hier rein. Weil ganz ehrlich, das können wir auch verkaufen. Das eine Teil hier, um das Harz verkaufen war. Klamotte behalte ich. Kling. Und die schmeiße ich mal hier rein. So, ab in die Kiste. Affen wir mal ein bisschen. Und wir haben hier Minenarbeit Stufe 7 bekommen. Sehr schön. Und nochmal plus 1 Spitzhacken-Effektivität. Und wir können jetzt mittlerweile hier dann tatsächlich Gold
hier erhalten. Und wir kriegen 2 Gold für einmal hier den Harz oder 2 Harz sogar. Nicht sehr wertvoll, das Zeug. Dann haben wir auch schon den 6. Morgen hat, glaube ich, Caroline Geburtstag, ne? Da müssen wir mal gucken, was wir der noch schenken hier. Aber erstmal geht's hier wieder an den Fernseher. Was sagt der Wetterbericht? Packt euch gut ein, Leute. Morgen wird es schneien. Klingt gut. Was sagt der Wahrsager? Oh, leider sind die Geister heute hier nicht so auf unserer Seite. Die sind leicht verstört. Na gut, dann ist das halt so. Aber das ist nicht so schlimm. Wir schmeißen das ganze Zeug mal hier rein. Moment, falsche Kiste. Richtige Kiste. Falsche Kiste. Richtige Kiste. Jedes Mal ist. Jedes Mal die falsche hier in der Hand, ne? Echt jedes Mal. So, dann schmeiße ich das auch mal hier rein. Gold schmeiße ich auch hier rein. Und was haben wir hier? Ich habe eine etwas ungewöhnliche Anfrage. Könntest du sie geheim halten? Ich will, dass du Emily einen Amethysten vorbeibringst. Es ist ihr Lieblingsstein. Sag ihr, dass er von mir kommt. Aha. Ja, machen wir wohl. Also, wir haben genug davon. Auch für Emily. Für Abigail meine ich. Ich würde, glaube ich, nochmal kurz gucken, was sagen die Bäume hier. Kein neuer Sirup. Aber ich glaube, Ahornsirup sollten wir heute mal mitnehmen, ne? Ich glaube, das habe ich hier zu Hause. Ahornsirup. Den nehmen wir mal mit in den dunklen Wald hier. Beziehungsweise in den geheimen Wald. Und dann stellen wir hier nochmal ein bisschen Kupfer her. Mein Kupfer haben wir jetzt auch bis zum Abwinken, ne? 58 haben wir schon, das ist viel. So, dann würde ich sagen, erstmal heute. Ach ja. Hier oben hin, in die Höhle hier hätte ich beinahe vergessen. Komm, den Pilz behalten wir jetzt einfach mal in der Hand. Wir gehen jetzt erstmal zum dunklen Wald. Zum geheimen Wald, meine ich. Dunkel ist er auch. Stimmt wohl beides. Und da geben wir jetzt mal Ahornsirup ab. Soll ja angeblich irgendwas sein, ne? Bin ich mal gespannt. Mal gucken, ist der Wagen wieder hier? Hier ist der hübsche Baum. Nee, der Wagen ist gerade nicht hier. Mal. Oh, das ist ein Bär. Was macht der Bär denn hier? Löschen. Oh, wir haben erstmal Angst. Ich glaube, der tut uns gar nichts. Der will nur den Ahornsirup. Tatsächlich. Sprechender Bär? Was? Okay. Dieser Geruch. Komm näher. Okay. Sprechenden Bär? Faszinierend. Hehe. Ich habe nicht jeden Tag die Gelegenheit, mit einem Menschen zu sprechen. Sieht so aus, als hättest du etwas Waldmagie in dir. Oh, guck mal, wie freudig er guckt. Oh, wie süß. Voll zottelig, aber er guckt voll freundlich. Er mag uns scheinbar. Also dann, zu meiner Notiz. Hast du es mir mitgebracht? Ahornsirup will er. Okay. Oh, dieser Duft, das riecht so süß. Und hat er schon die Flasche in der Hand und trinkt die leer oder was? Was ist denn hier los? Es ist meine Lieblingssoße, die macht mich sehr glücklich. Oh, wie süß. Der Bär ist ja mal putzig. Er kommt noch ein bisschen näher. So, noch mehr? Hast du noch mehr? Du hast heute einen neuen Freund gefunden. Okay. Er kann schon von sich behaupten, mit einem Bären befreundet zu sein, ja? Aber etwas Besonderes, das ich dir zeigen wollte. Was denn? Mach da.
Der Bär hat dir besonderes Wissen vermittelt. Lachsbären und Brombeeren sind jetzt dreimal so viel Gold wert. Cool. Nice. Lohnt sich hier mit einem. Ey! Böser Schleim, du. Wo ist der Bär, wenn man ihn braucht? Ja, aber cool, dass wir das jetzt da haben. Das freut mich. So, hacken wir hier nochmal ein bisschen Holz. Monster killen wir eben. Hier, Schleim. Einfach immer noch diese Statue, ne? Altmeister Cannoli, immer noch auf der Suche nach dem süßesten Geschmack. Die Frage, was das heißt, also. Der Bär vielleicht Cannoli? Ist das seine Gestalt oder? Bin ich gespannt hier. So, was haben wir denn da jetzt alles hier? Jede Menge Gedöns. Oh, ich mag die Musik hier drin, das ist so schön. Einen Soundtrack haben. Clints Versuch. Genau, wir müssten noch einmal Emily den Amethysten bringen. Spricht mir das so aus? Ich hoffe. Kann auch sein, dass ich seit 50 Folgen rumlaufe und das jedes Mal falsch auch spreche. Würde mich auch nicht wundern. Aber ist doch gar nicht so leicht, das Wort, ne? So, wir gucken mal, ob Emily gerade zu Hause ist hier. Ich hoffe, Abigail wird da nicht sauer und nicht, dass sie nachher eifersüchtig wird. Wir haben immerhin eine feste Freundin hier. Da oben ist Emily, sehr schön. Und hier ist auch Heidi. Hast du die gestrige Folge von Tears gesehen? Ich kann nicht glauben, dass Kai und Emmy sich getrennt haben. Ja, so schätze ich die auch ein, dass sie sowas guckt. Bin ich ja nicht so der Freund von. Na gut. Wobei ich gucke ja auch Romance-Animes, also von daher. Weißt du, wie man einen Bohneneintopf zubereitet? Nö. Ich mag das Gericht sehr. Das ist sehr schön. Es ist schwer, im Winter frische Zutaten zu bekommen. Da hast du recht. Hier, du kriegst was von mir. Oh, mein Lieblingsstein, du bist so süß. Also Emily mag den auch. Aber Abigail auch, ne? Nö, der ist von wem? Oh, du hast ihn bei Clint geholt. Naja, egal, woher er ist. Ist wunderschön, danke dir, Knutsch. Ey, knutsch mich nicht, ich habe eine Freundin. Abigail wird noch so sauer hier. Das ist doch gar nicht von mir, der ist doch von Clint. Also Clint wollte ihn doch dann, also. Warum knutschte mich jetzt? Abigail, ich muss dir was gestehen. Abigail, wo bist du? Ach, guck mal, jetzt erzählt uns Jas hier mal ein bisschen was mehr. Manchmal suche ich nach Flusskrebsen. Sagt Tante Mani nichts, aber ich habe mal einen an eine Kuh verfüttert. Oh mein Gott. Die fand es lecker. Okay. Moin, Sam. Ist nur gerade. Was? Mir ist nur gerade eingefallen, dass ich etwas hätte tun sollen, aber ich hab's vergessen. Was der mit den Haaren sieht ja witzig aus. Das passiert mir dauernd. Okay, Gedächtnis wie ein Sieb. Papa kommt bald zurück. Ich hoffe, er bringt mir ein Spielzeug mit. Wann kommt er denn endlich mal? Die Dinge haben sich geändert, als der Joja-Markt hier eröffnet hat. Für Pears Laden war es leider wirklich schlecht. Mutter mag aber den Joja-Markt. Die Preise sind sehr niedrig, also kann sie dort mehr als bei Pear kaufen. Und moin Sebastian. Die Frösche sind im Winter nicht sehr glücklich. Wie kommt denn auch Frösche? Arme kleine Kerlchen. Komischer Dude. So hinter dem Gemeinschaftszentrum soll was versteckt sein, ne? Da würde ich mal eben hingehen. Wie viele Tage haben wir noch? Nur noch zwei. Ich weiß nicht. Ich glaube, ich kriege das mit den komischen Dingern da nicht hin. Mit den Maden. Hinter dem Gemeinschaftszentrum. Soll denn hier was sein? Irgendwo da soll was versteckt sein. Müssen wir vielleicht noch ein andermal suchen? Ich würde jetzt erstmal gerne wieder in die Mine. Beziehungsweise in unseren Dungeon.
Klingt viel epischer, wenn wir sagen, das ist ein Dungeon, ne? Wobei ist es ja auch irgendwie, ne? Den ganzen Monstern und so da drin. Grausige Biester. So, Stadtwerk Nummer 25, bitte. Hallöchen. Gib dir ein paar Maden. Gibt's die hier? Nö, keine Maden. Doch, da sind welche. Matschig. Guck mal, jetzt haben wir schon 37. Das läuft doch, glaube ich, ganz gut. Ich bin mir nicht sicher, ob wir das schaffen. So, hier ist wieder eine Notiz hier. Eine Notiz von Maru. Teile, die ich für meine größte Erfindung noch brauche. Goldbarren, Iridiumbarren, Batterie, Diamant und Erdbeeren. Erdbeeren? Was? Warum Erdbeeren? Ist aber halt auch die Frage, bringt es was, ihr dir dann zu schenken? Also, denn ihre größte Erfindung da, nimmt die dann mehr Gestalt an oder wird die dann sogar fertig? Weil sie bastelt ja die ganze Zeit in diesen kleinen Roboter, ne? Den haben wir ja schon öfters mal gesehen. Und Königreich für eine Leiter. Es wird jetzt schon ziemlich spät, ne? Ach, guck mal, da können wir runter. Viecher. Na los. Erwischt. Gucken, ob wir hier noch ein paar kriegen hier. So viel Kupfer hier. Ach, guck mal. Hier ist leider nichts weiter. Dass wir hier schnell eine Leiter finden. Im nächsten Stockwerk. Schon wieder eine Notiz. Wie viele Notizen finden wir denn hier? Meine Güte. Hier liegen ja ganze Bücher rum. Was haben wir hier? Das scheint, glaube ich, in der Wüste. Obwohl, nee, das ist nicht in der Wüste. Das ist oben bei dem Zug. Und da unten ist der Spa. Und da oben soll irgendwas sein. Okay. Bin ich mal gespannt. Toten Maden. Mich gerade einfach mal ein bisschen mehr aufs Töten konzentrieren als aufs Buddeln hier. Können wir mit dem Schwert hier auch schon das Grünzeug hacken. Immerhin. Hey. Weg, Kollege. Da haben wir wieder ein Schleimchen. Der hat sogar Grünalgen hinterlassen. Faszinierend. So, finden wir hier gerade noch einen Weg hier. Nach dem nächsten verschwindet hier. Immer noch keine Leiter gefunden. Alter? Hallo? Wo bist du? Da haben wir eine. Sehr gut. Und wir haben erstmal ein Erdkristall gefunden. Noch ein paar andere Sachen. Ah, wieder ein Amethysten hier. Sehr schön. Ach, haben wir eigentlich das hier von... Ach, haben wir schon. Okay. Aufgabe hier von Clint. Gibt's hier was? Nö, hier gibt's nichts. Maden. Sind hier noch welche? Zweifel es gerade ein bisschen. Na, hier ist nichts. Warum können wir uns eigentlich nicht reinsetzen und damit so bis zur anderen Ecke fahren? Finde ich irgendwie cool. Leider geht das nicht, ne?
Ne, hier ist auch nichts. Keine Maden weit und breit. Wir müssen gleich mal gucken, ob wir noch ein paar finden hier. Ja, uns fehlen nicht mehr viele. 11 Stück nur noch. Wir haben noch wie viele Tage? 2. Also mit dem heutigen wahrscheinlich, ne? Gehe ich gerade mal von aus. Yoda haben wir gerade schon wieder entdeckt. Alter, wir finden hier so viele krasse Sachen. Das ist der Wahnsinn. Irgendwie haben wir ein bisschen Glück, ne? Ah, guck mal, hier geht's runter. Na, Fluginsekt holen wir uns gleich hier. Ich brauche doch Maden. Wo sind denn hier welche? Da ist noch eine. Bäm. Was für ein Gematsche, ey. Das ist so eklig. Ich würde das, glaube ich, keine 2 Tage machen können. So, runter und wieder hoch. Stockwerk 20 und dann gehen wir wieder runter. So sieht's aus hier. Okay, hier ist nicht viel. Zeit ist aber auch bald wieder um, ne? Ah, 10 Stück könnten wir morgen vielleicht noch schaffen, ne? Wird knapp auf jeden Fall die Aufgabe hier. Holz gibt's hier. Keine Maden. Oh, diese spezielle Saat. Auch nicht so schlecht hier. Ah, schon 21 Uhr. Na, eigentlich muss ich langsam zurück. Ah, 10 Stück. Wir müssen morgen aber noch zu Caroline. Ne? Wir müssen ihr noch ein Geschenk geben hier. Weihnachtsgeschenk. Weihnachtsgeschenk. Geburtstagsgeschenk meine ich. Das wird, glaube ich, auch noch schwierig hier. Na, ich glaube, wir finden hier nichts mehr. So, Mine verlassen. Wir quatschen nochmal kurz hier mit dem Zwerg. Epoeo, Esenus, Laheldnef, Jotimohi, Pi Etu, Oeot, Velios Muyo, Nopu, Empoeo, Vituine, Bi Luyetinesu. Wüsste gerne, was er sagt. Ich verstehe kein Wort. Sprachbarrieren sind blöd. Ich sag's euch, Leute. Sprachbarrieren sind blöd. Lauf ich jetzt noch da hinten zum Dings? Ich glaube, ja. Wir laufen mal zur Fischreuse. Krabbenreuse, meine ich. Eigentlich eine Krabbenreuse, aber ehrlich gesagt, eigentlich nutzt man das ja hier wie eine Dingsreuse, ne? So. Da schmeiße ich heute mal nichts rein. Sonst jetzt ein bisschen sputen hier. Wir schlafen sonst morgen oder haben halt wenig Energie. Aber wir können morgen bestimmt zu Clint, ne? Fange einen Tintenfisch. Bringe Willi einen Tintenfisch. Tintenfisch habe ich immer noch nicht, aber es gibt ja nachher dieses Tintenfisch-Derby. Nicht wie dieses Regenbogenforellen-Ding. Schätze ich mal, dass wir da genug fangen, dass wir ihm dann da einen geben können. So, ist unsere Katze schon im Bett wahrscheinlich, ne? Die wurde gar nicht gefüttert, fällt mir auf. Ich hoffe, das ist gut gewesen. Kriegen wir das hier noch alles unter? Das sieht so voll aus. Steine, Pilze. Können wir noch irgendwas hier aussondern? Oder wo können wir vielleicht Sachen noch lassen hier? Ich frage mich gerade.
Hier so viel Zeug, ich weiß nicht, wohin damit. So, dann haben wir hier noch was. Was haben wir denn da jetzt? Das kommt in die eine Kiste alles. Kommt in den Müll. Das hier wird verarbeitet. Ich glaube, wir schaffen doch noch zeitlich alles hier ganz gut. Haben wir noch drei Kohle? Ah, nur zwei, Mann. Da haben wir gerade doch schon so viel Kupfererz hier. Oh ja. So. Ein behalten wir, den schenken wir mal morgen wieder Abby. Der Erdkristall muss noch weg. Der kommt hier rein und dann verkaufen wir den einen Pilz. So, hallo Kätzchen. Magst du uns hoffentlich wieder? Dann würde ich sagen, gehen wir ins Bett und morgen ist Carolines Geburtstag. Da müssen wir auf jeden Fall dran denken und ihr noch irgendwas geben. Die mochte ja gerne Tee, aber die selber habe ich nicht. Und ich glaube, unsere Hacke oder so ist fertig jetzt, oder? Irgendwas war bestimmt fertig jetzt. Oder, nee, ich konnte es ja gar nicht verbessern. Stimmt. Ich muss noch mit dem Eisen hier die Kupfer und Hacke und Co. hier verbessern. Die Sense kann man auch, glaube ich, gar nicht verbessern. Abigail ist unsere feste Freundin, das ist schön. Ach, guck mal, Linus, mit dem sind wir richtig gut befreundet mittlerweile. Emily auch so halbwegs. Robin. Ich finde das so süß, dass die jetzt auch alle so Winterklamotten anhaben, ne? Ja, Pierre, Clint, mit dem müssen wir noch warm werden. Der Zwerg mag uns noch gar nicht, ne? Ich weiß auch nicht, was wir dem schenken können oder so. Mal gucken. Ja, auf jeden Fall haben wir jetzt, glaube ich, noch einen Tag Zeit hier. Noch 10 Maden zu töten. Das müssten wir hinkriegen. Also geschwind ein Geschenk aussuchen. Damit zu Caroline rennen. Ihr das in die Hand drücken. Vielleicht auch nochmal zu Abigail rennen. Ihr den Amethystisten in die Hand drücken. Dann zum Schmied rennen. Noch schnell die Sachen abgeben. Und ab nach oben in die Mine. Das ist der Plan für morgen. Ich glaube, das wird ein bisschen sportlich werden. Aber ich glaube, das kriegen wir hin. Bin ich mal gespannt. Ja, aber dann würde ich sagen, wir haben es auch schon wieder. Dann bis morgen, bis zur nächsten Folge. Und ansonsten schaut gerne auf dem Discord-Server vorbei und natürlich auch gerne live auf Twitch, wenn ich da unterwegs bin. Würde mich freuen. Bis dahin. Ciao, ciao. Macht's gut.